Da sind tatsächlich drei Diamanten drin, aber das verrate ich natürlich nicht, wo die sind. Eigentlich habe ich es gewidmet gehabt für den Käfer, seine Bude. Das ist eigentlich eine Weltsensation. Die Stadt München hat sowas noch nie gesehen. Da sind 30.000 Swarovski-Steine drauf und das Original, das hängt ganz unten auf der Straße, ganz unten an der letzten Bude. Und das schaut euch an. Das ist eine echte Sensation. Aber sie haben keinen Platz gefunden. Ja, im Museum hätten wir schon Platz gefunden, wenn sie wollen, hätten sie schon gefunden. Aber vielleicht haben sie es als Konkurrenzplakat angeschaut. Aber wenn es ganz genau hinschaut, ist das Intelligenteste. Weißt du warum? Die Schrift ist alt. Die stammt aus dem, vor 200 Jahren. Eine schöne alte Fraktur. Die 200, das ist modern. In München, das verlieren wir nie. Und die beste Werbung für die Brauereien habe ich gemacht. Die beste Werbung für das Münchner Bier. Wenn es nach mir gegangen war, dann hätte ich da eine in das Bierglasl alle Brauereien reingesetzt. Aber die Brauereien sind so arme Hungerleider. Früher, wenn du von der S-Bahn raufgekommen bist, da hast du überall Löwenbräu gesehen. Heute müssen sie alle fünf zusammengehen, damit sie seine Werbung leisten können, die arme Teufel. Vielleicht mal spenden wir denen noch mal was. Hä? Spenden wir denen mal was? Ja, wenn ich es genötigt habe, dann darf ich denen was spenden. Ja, so kann man es auch sagen. Machen wir das. Schauen wir dann auf. Das ist Weltformat, das macht kein Künstler auf der Welt, was immer. Das ist auf Holzplatten. Und das hält was aus. Eigentlich habe ich es gewidmet gehabt für den Käfer, seine Bude. Und dann, der hat sich nicht angeschaut, bloß am Foto. Aber am Foto kommt das nicht raus. Aber bei euch kommt das natürlich raus, gell. Und der Herr Riemann auch noch nicht, der hat ja keine Zeit, der arme Kerl. Dann habe ich gesagt, ich leihe sie ihm. Dann hat er gemeint, ja, wenn ich sie ihm leihe, dann tun die das Stein, aber die sind fest. Aber natürlich kann man nicht an jeden hinlangen lassen, weil sonst ist mit der Zeit nicht mehr so schön. Sondern dann kriegt es halt Fettflecken und so weiter. Dann fehlen die Steine? Ja, ein paar werden schon klauen, was meinen, das sind Diamanten. Ich habe die Prinzessin von Marokko gemacht, da sind tatsächlich drei Diamanten drin. Aber das verrate ich natürlich nicht, wo die sind. Weil die tanzt dann schon zwicker. Das habe ich denen gestiftet für ein brandneues Hotel. Wo muss ich da hin, um an die Diamanten zu kommen? Nach Marokko, nach Marrakesch. Und ganz genau nach Middelt. Da ist ein ganz feudales, neues Hotel, das mache ich für die Reklame. Die werden sich freuen, wenn die das sehen. Oh, da kriege ich einen Orden. Und der König wird sich freuen, und vor allen Dingen die Prinzessin. Da habe ich ganz so, können wir mal ins Internet reingucken? Nein, da habe ich es noch nicht drin. Aber für uns machst du jetzt auch Werbung, oder? Für euch, ja. Im Internet, Wiesn-Gaudi.tv. Ja, so, Wiesn, nochmal sagen. Wiesn-Gaudi.tv. Ja. Die habt ihr jetzt durch mich sowieso, weil das eine Mordsgaudi ist, was ich euch alles erzählt. Und Wiesn-Gaudi-TV, schau her, da steht sie ja auch noch dran, wenn ihr das genau wissen wollt. Wenn du das nicht mehr weißt, dann musst du da hinschauen.